Unser Zimmer. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Zimmerduell zwischen meinem Zimmerpartner Tobi und mir. Und ja, zur Erklärung, für Leipi ist der blaue, die blaue Pylone und die weiße für mich. Perfekt, der. Dann legen wir doch direkt mal los. Wer steht morgens früher auf? Da seid ihr euch einig, das ist der erste Punkt. Wer braucht länger im Bad? Auch da seid ihr euch einig. Wer kümmert sich um die Spinne im Badezimmer, wenn ihr eine haben solltet? Auch da seid ihr euch einig. Wahnsinn. Die Abstimmung passt bei euch. Und das ohne Worte. Wer ist als erstes am Buffet? Auch da seid ihr euch einig. Das ist der vierte Punkt. Du bist Weltklasse, Tops, Junge. Aber nur, weil ich älter bin. Ja. Wer ist länger bei den Physios? Da seid ihr euch nicht einig. Was ist da los? Du warst schon dreimal, weißt du? Jetzt habe ich einmal einen Vorwärtssalto über den Kopf gemacht. Ja, genau. Ja, deswegen warst du auf jeden Fall länger bei den Physios. Wer von euch beiden vergisst häufiger seine Zimmerkarte? Einigkeit herrscht da. 5 Punkte. Wer verbringt mehr Zeit auf dem Zimmer? Auch da seid ihr euch einig. Das ist der 6. Punkt. Damit habt ihr Richie und Janis schon mal, damit seid ihr mit den beiden gleich auf. Wer sammelt mehr Schritte im Trainingslager? Auch da seid ihr richtig. Jetzt seid ihr vorne. Ja, gut, dann der Leipi-Lauf. Ja, Leipi-Lauf, ey. Was hat es damit auf sich? Muss den Trainer fragen, nie mehr. Wer von euch spricht besser Spanisch? Hattest du Spanisch in der Schule? Ja. Wie lange? Waren wir zwei Jahre. Uns einig? Hier? Ja, ihr seid euch einig, genau. Das ist der nächste Punkt. Und wer von euch wäre der bessere Trainer? Da seid ihr euch nicht einig. Ja, hast du uns bekommen mit der Frage. Da hast du uns. War schwer. Ja, das war's auch schon. Ihr wart jetzt bei 8 Richtigen. Damit liegt ihr aktuell vorne. Ein Zimmerduell kommt noch. Wie ist euer Fazit jetzt bislang? Seid ihr zufrieden? Ich glaube, in den grundlegenden Themen waren wir uns einig. Ich glaube, du hast uns zweimal erwischt mit den Fragen. Da war es manchmal ein bisschen kribbelig, weil eigentlich sind wir beide keine Trainer. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Aber ich denke, mit 8 Antworten bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, also ich glaube, dass die Harmonie auf jeden Fall in unseren Zimmern passt. Also wir verstehen uns gut. Und das sieht man jetzt auch in dem Ergebnis. Es hat sich ausgezählt. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, weiterhin eine gute Zeit hier im Trainingslager. Danke, dir auch. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr... Oh, Papa. Baby Bell. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Und ja, ich denke, die 8 Punkte werden schwer zu schlagen sein. Könnt eure Kommentare ja da lassen, ob ihr glaubt, dass wir das Ding hier auch jetzt gewinnen werden. Abo und Like da lassen, nicht vergessen, ist kostenlos. Und viel Spaß mit dem Video. Danke euch. Bla bla bla. Papa.